das magimoxische Hexenhotel. Auch Hexen brauchen Urlaub. Von Ulrike Rylands. Erzählt von Jodi Ahlborn. Regeln. Erstens, Hexum. Niemals sollst du etwas verhexen, das du nicht auch enthexen kannst. Zweitens, Quexum. Versuche stets mit deiner Zauberkraft, die Welt besser zu machen. Drittens, Vadevexum. Achte darauf, dass die Menschen nichts von der Existenz der Hexenwelt erfahren. Viertens, Perplexum. Menschen zu verhexen ist nicht erlaubt, es sei denn, du bist in Gefahr. Nesselwurz und Kesselknauf. Das Ehepaar Mittelbach stand an diesem Samstag vor seinem extrem ordentlichen Haus im Robinienweg 7 und sorgte für noch mehr Ordnung. Man konnte Gras ja nicht einfach wild darauf loswachsen lassen. Herr Mittelbach maß das Rasenstück mit einem Lineal nach und Frau Mittelbach kämmte die Grashalme, damit sie aufrecht standen und nicht umknickten. Das kleine Mädchen neben ihnen hieß Clara und war ihre Tochter. Ihre Aufgabe war es, die Kieselsteine in der Einfahrt zu polieren. Dabei langweilte sie sich tödlich. Sie hatte es nicht so mit Ordnung wie ihre Eltern. Damit schlug sie völlig aus der Art der Familie. Seit Generationen waren die Mittelbachs die ordentlichsten Leute auf der Welt. Es gab nur einen einzigen Ausrutscher. Tante Cäcilie, eigentlich Großtante, denn sie war die Schwester von Frau Mittelbachs Mutter. Aber Tante klang flotter. Tante Cäcilie war eine kräftige und liebenswerte Person, die jedes Familienfoto mit ihren närrischen Hüten und ihren falsch zugeknöpften Blusen aufgemischt hatte. Überhaupt rankten sich eine Menge seltsamer Gerüchte um Cäcilie, über die man in der Familie Mittelbach nur sehr ungern sprach. Als Clara 2 Jahre alt war, verschwand Tante Cäcilie plötzlich nach einem Streit mit Claras Eltern. Seitdem hatte sie keiner je wieder gesehen. Das war jetzt 7 Jahre her. Clara wünschte sich immer noch oft, dass Tante Cäcilie wiederkommen würde. Zusammen hätten sie bestimmt eine Menge Spaß gehabt und bestimmt keine öden Kieselsteine poliert. Plötzlich hörte Frau Mittelbach auf zu kämmen. »Guck mal da«, sie stupste ihren Mann an. »Die renovieren das Hotel nebenan. Jemand scheint es gekauft zu haben.« In der Tat, das Hotel zum Goldenen Anker, das direkt neben dem Haus der Mittelbachs stand, gammelte schon seit über 2 Jahren ohne Besitzer vor sich hin. Aber jetzt stand plötzlich ein weißhaariger Mann auf einer Leiter vor dem Eingang und hämmerte ein neues Schild an die Hauswand. »Vielleicht machen die neuen Leute ja was mit Wellness, Sauna oder so«, schwärmte Frau Mittelbach. »Vielleicht eröffnen sie den Pool wieder.« Clara sah interessiert hoch. »Ein Schwimmbad in Hummelstadt?« Bauten die neuen Besitzer vielleicht auch einen Spielplatz? Und hatten sie womöglich sogar Kinder? Genau in diesem Moment entdeckte Clara das Gesicht eines kleinen Mädchens an einem Fenster im obersten Stock. Das Mädchen sah direkt zu Clara hinüber und dann war es auf einmal verschwunden. Clara blinzelte überrascht. Das fremde Mädchen kletterte auf dem Dach des Hotels herum. Wahnsinn, was die sich traute. Und was machte sie da eigentlich? Der weißhaarige Mann war fertig und trat zur Seite, sodass man das Schild lesen konnte. Zur lila Fledermaus.